Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Ecki Gümbel. Ja, hallo zusammen. Hallo da draußen. Hallo Thomas, wir sind heute mal wieder remote. Hallo. Wie schaut's bei dir? Ja, soweit so gut. Es ist unheimlich viel los bei uns gerade, ne? Ja, und das im Mautic-Bereich, man muss ja sagen, Thomas ist ja vor allem im Typo3-Bereich unterwegs. Mhm. Im Mautic-Bereich stimmt das auch ganz speziell. Also wir suchen nach wie vor händeringend Leute, wenn ihr Lust habt, bei uns mitzumachen in der coolen Agentur, meldet euch gerne, egal ob Entwickler oder anderer Mautic-Spezi, Automation-Spezi, egal ob als Freier oder Fester. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, meldet euch auf jeden Fall. Gut, ja, aber davon abgesehen, wir sind ja nicht aus Spaß remote, sondern es ist was ganz Schlimmes passiert. Ja. Thomas hat Urlaub. Das ist echt ganz, ganz fürchterlich. Ja, nett, dass du trotzdem da bist. Lass uns ja, das ist sicher. Ja. Es gibt einen Haufen Themen. Das erste rankt sich alles um E-Mail. Ja, genau. Es gibt, wie schon mal angekündigt, neuen E-Mail-Bilder von unseren Freunden von WebMechanic. Genau, es gab ja lange die Diskussion, oder es war ja ein Proposal, ein Vorschlag da für Mautic 3 E-Mail-Bilder zu spenden von WebMechanic, zu sagen, hey, wir brauchen einen schöneren, besseren, fluffigeren. Und dann war halt der Beschluss zu sagen, okay, lass uns das entkoppeln, als Plugin erstmal bereitstellen. Lustigerweise auch gleich für die Mautic 2 und für die Mautic 3, mit der Abhängigkeit, es braucht aber PHP 7.1 oder besser. Also, sagen wir, oder höher. Ja, und das Ding ist jetzt seit einiger Zeit als Beta schon raus. Ist noch nicht so wahnsinnig viel drüber geredet worden. Das heißt, viele Leute wissen das noch gar nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir sollten das dringend mal erwähnen und vielleicht machen wir in der nächsten Show auch direkt mal ein Special dazu. Für heute würde ich sagen, wir packen mal wieder den Link in die Shownotes. Wer also ein PHP 7.1 oder sogar 7.2 hat, der sollte einfach mal draufgehen und sich das in seinem Testsystem installieren und mal damit rumspielen. Es macht schon einen großen Unterschied. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren E-Mail-Bilder. B, der hat erstmal mit Mautic gar nichts zu tun. Ist ein Drag-and-Drop-Editor für E-Mails. Das Interessante für uns aus der Mautic-Welt ist, es gibt mittlerweile ein Plugin, was diesen Editor in Mautic integriert. Ja, auch das ist nicht ganz released, also eigentlich ist es Alpha, aber der Autor, der mit dem Pseudonym Enger, ich glaube, das ist ein Franzose, aber ich weiß wirklich nicht, wer sich dahinter versteckt. Wir haben den Namen nicht rausgefunden. Schöne Grüße. Ja, falls er das hier hört auf Deutsch. ja, der hat dieses Ding parallel veröffentlicht und das sieht halt auch ganz schick aus. Das ist halt auch noch nicht fertig, also nicht feature complete, aber es ist vielleicht ein netter alternativer Ansatz. Das ist natürlich ein bisschen strange Situation, dass wir jetzt gerade zwei neue E-Mail-Bilder-Stränge verfolgen, aber gut, Konkurrenz belebt das Geschäft. Mal gucken, was passiert. Und einer davon wird es dann in den Cora machen und bessere Möbel gewinnen. Ja, super. Und das nächste, nochmal was zum Thema E-Mail. Unser Freund Chris Calabro veröffentlicht ja einen inoffiziellen Mautic-Newsletter und er erwähnte in dem letzten Newsletter tatsächlich, dass er einen geplanten Kurs anzubieten, nämlich wie man Mautic-E-Mail-Themes baut, was sicherlich auch eine spannende und schicke Sache ist. Ja, ich bin sehr gespannt, was das wirklich ist. Also das scheint auch so ein Testballon von ihm zu sein. Er sagt so, no coding required und so, oder no coding experience required. Wahrscheinlich, also ich spekuliere mal, er nimmt ein vorhandenes E-Mail-Template und baut daraus ein Mautic-Theme. Und aus so einem Theme kann man ja dann halt Mautic-E-Mails dann ableiten. Und das ist natürlich cool. Ich vermute mal, er macht das auch im traditionellen E-Mail-Builder. Aber für viele Leute ist das eine spannende Sache, denn für Kunden ist es absolut ein Thema, wie kann ich ein hochwertiges Mautic-Theme bekommen, aus dem ich dann meine E-Mails generieren kann. Also zunächst mal,
Erstmal Grüße an Chris, denn der ist sowieso super. Der ist halt, der hat nicht einen, sondern den inoffiziellen Mautic Newsletter, also die zentrale Instanz der letzten Jahre, wo die Mautic Themen gebündelt regelmäßig mal Postfach waren. Mhm. Und der macht das super. Und ja, von daher, ja, hier mal kleine Werbung. Also wenn ihr Lust habt, eventuell mal reinzuschnuppern, mal anzugucken, was er da macht. Ich packe auch den Link in die Shownotes. Könnt ihr mal draufklicken und euch das anschauen. Ja, und den Newsletter abonnieren ist auf jeden Fall ein Tipp, ne? Ja, definitiv. Ja, guter Punkt. Genau. Und es gibt von uns, und damit runden wir das Thema E-Mail dann auch ab, noch einen Wunsch, einen Feature-Wunsch, nämlich E-Mails archivieren. Genau, und in Wirklichkeit kommt der auch gar nicht von uns, wir haben ihn nur hochgevotet. Also die Idee ist auch, oder der Wunsch ist schon relativ alt, der ist, naja, also zumindest aus 2019, da hat schon mal erstmals jemand gesagt so, hey, meine E-Mail-Liste wird länger und länger und verseucht das System und es wäre doch mal nett, wenn man auf mal auf Archivieren klicken könnte. Und das ist immer noch nicht da. Ich glaube, wenn wir irgendwann bei dem Thema Tiger Teams angekommen sind, dann geht das besser. Aber für jetzt diesen Wunsch erstmal nach oben zu schieben in der Priorität, wäre ich sehr dafür. Ich glaube, es ist ein ganz kleines Ding. Und noch dazu, das ist eine Idee, die man auch an anderen Stellen in Mautic gut gebrauchen könnte. Hm. Man hat halt immer mal wieder irgendwo eine alte Kampagne, die gerade nicht mehr aktuell ist oder ein Formular, was nicht verwendet wird oder so. Und eigentlich möchte man ja nur die sehen, die auch aktiv sind. Ja. Und da wäre so eine Archivierung, wäre schon mal nett. Oder ein alternative Gedanke ist immer zu sagen, all die, die gerade nicht published sind, die blende ich aus. Das wäre vielleicht noch einfacher zu realisieren. Hilft nicht ganz so viel, weil wenn ich ein Ding in Vorbereitung habe, aber noch nicht published, dann wäre das im gleichen Topf wie das Ding in Anführungszeichen von vor 3 Jahren. Von daher, um es ordentlich zu machen, brauchen wir irgendein neues Kennzeichen in Mautic. Mhm. Gut, also wenn ihr das auch findet, wenn euer Mautic auch schon überläuft, lauft, dann geht rein und votet das Ding hoch. Link wo sonst in den Shownotes. Jawohl. Genau, und wenn wir schon bei Feature-Wünschen sind, wir haben ja so einen Vorschlag gemacht vor geraumer Zeit, hey, das Thema Tag-Manager wird mal Zeit, dass wir das haben. Und wir haben damals auch gesagt, ja, wenn Mautic 3 denn raus ist, dann gehen wir dieses Thema auch mal an. Und jetzt kriegen wir schon erste Nachfragen. Ja, wo bleibst denn? Ja, okay, wir haben es angefangen, aber wie eingangs erwähnt, wir haben so viel zu tun gerade, wir kommen nicht wirklich gut voran. Aber es ist total auf der Agenda und es läuft auch, also im Prinzip sieht es gut aus, da gibt keine Showstopper oder Roadblocker dabei. Es ist einfach nur die Zeit, also noch etwas Geduld bitte. Genau. Und es gibt was Neues zum Thema Integration von GoToWebinar. Wir haben im Rahmen vom Projekt da das bestehende Plugin im Prinzip nochmal auf links gezogen. Ich weiß gar nicht, müsstest du gleich mal sagen, wie viel wir da jetzt im Prinzip sogar neu gemacht haben. Oh, okay, also es geht um das alte Citrix-Plugin, hieß das damals. Ne? Mhm. Citrix hatte schon lange nicht mehr GoToWebinar und diese ganzen Produkte, sondern wir nennen das jetzt einfach das GoTo. Plugin oder Go-To-Bundle. Und das alte Plugin hat das gemacht, konnte was, konnte aber extrem wenig und war auch nicht mehr aktueller Stand der Technik. So, das heißt, wir haben zum einen die Technik ein bisschen entkernt, die neue API-Version auf Citrix eingebunden etc. Citrix eigentlich ist auch schon auf Go-To-Seite. Und wir haben vor allem es featuremäßig total aufgemöbelt und wir haben es trotzdem auf Version 2 von Mautic gemacht, weil es in diesem besagten Kundenprojekt um ein Mautic 2 noch ging und auch erstmal gehen sollte. Hm. Das heißt, der nächste Schritt ist dann das tatsächlich auf Mautic 3 zu bringen und da haben wir dann nochmal ja ein ganz anderes Integrationsframework. Da wird es also auch nochmal ein bisschen Entkernen wieder geben. Aber zunächst mal mit dieser Version 2 geht's halt auch, oder mit der Technik von der Version 2, die werden wir wahrscheinlich erstmal Legacy in die Version 3 reinschieben, damit es erstmal geht. Denn der Gewinn ist wahnsinnig. Also was man bisher mit dem alten Plugin machen konnte, war ja, ich habe im GoToWebinar ein paar Webinare angelegt und lege jetzt im Mautic ein Formular an
Und dieses Formular guckt halt in dem Moment, wo ich speichere, welche Dinge gibt es auf GoToWebinar-Seite und bietet die halt im Dropdown zur Auswahl an. Der Benutzer im Frontend kann jetzt also aus den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Webinaren was auswählen. So, und was wir jetzt machen, ist viel, viel flexibler. Zum einen kann der Benutzer, also der Redakteur, kann es selbst bestimmen, welche Webinare überhaupt angezeigt werden sollen. Okay. Das heißt, ich habe vielleicht 20 Webinare im Angebot, aber in diesem Formular hier geht es um einen bestimmten Typen. Hm. Deswegen soll vielleicht nur ein oder zwei der Termine in diesem Formular angezeigt werden. Ganz wichtig. Das ist an ganz vielen Stellen einfach unverwendbar gewesen bisher. Hm. Ich kann auch mit wiederkehrenden Terminen, was in GoToWebinar Sessions heißt, arbeiten. Ich kann also ein Webinar anlegen und da 7 Termine hinterlegen. Mhm. Und Mautic zieht die sich dann. Das Ganze passiert alles im Hintergrund per Cron und nicht etwa, wenn ich das Formular speichere. Mhm. Hat gleichzeitig den Vorteil oder steht im Kontext dazu, dass bisher mal die API-Keys oder die API-Zugriffe aufgebraucht waren und das alles kaputt war und Fehlermeldungen geworfen hat. Das passiert auch nicht mehr, mhm, weil wir halt wirklich nur über Cron das alles in einem geregelten Abstand abrufen. Mhm. So, dann gibt es weitere Features, also sehr, sehr cool ist halt, ich kann sehr gezielt mit den Metadaten umgehen. Ich kann zum Beispiel sagen, im Dropdown soll nicht nur der Name des Webinars stehen, sondern auch das Datum, was vielleicht Sinn macht, wenn es da mehrere von gibt mit gleichen Namen. Ja. Und dann ist das Datum durchaus sinnvoll. Mhm. Oder noch mehr, wenn ich im GoToWebinar eine Beschreibung pflege und einen Titel und vielleicht einen Autor und eine Dauer und so weiter, warum soll ich das nicht im Mautic direkt auch anzeigen können? Ja. So, ich habe jetzt also die Möglichkeit, oberhalb des Formulars auch Text anzuzeigen oder naja, irgendwo im Kontext des Formulars, das ist natürlich alles CSS gestylt und da kann ich halt sagen, ja, alles klar, hier ist Titel, Dauer, Autor, was weiß ich alles. Mhm. Und wenn ich im GoToWebinar was ändere, dann wird wieder über den Cronjob ab und zu mal geguckt, ob sich was geändert hat und dann schon ist diese Änderung live auf der Webseite. Und das ist halt mega cool. Es gibt weitere Sachen jetzt für die Fortgeschrittenen, gibt es ja die Möglichkeit, mehrere Organisatoren, mehrere Logins sozusagen an einen Account zu kleben im GoToWebinar. Ja. Also für größere Anwender ist das total wichtig, dass ich dann halt sagen kann, okay, ist mir jetzt egal, über welchen Organisator dieses Webinar angelegt wurde. Ich kann halt auswählen über alle Organisatoren hinweg. Mhm. Auch gut. Etc. pp. Dieses Ding ist fertig, ist total geil. Gibt es zum Download bei uns auf der Webseite inklusive Knowledge Base Artikel und den Link. Ihr wisst schon, wo ihr den findet. Mhm. Mhm. Du musst jetzt jubeln, Thomas. Yay. Okay, geht doch. Alles klar. Gut, wir machen weiter mit dem Interview der Woche, hätte ich fast gesagt. Bei uns ist der Simon Beils, seines Zeichens Schweizer, aber wie immer sprechen wir natürlich Englisch und wir sprechen über das, was seine Firma macht, nämlich ein Mautic SaaS Offering. Und in diesem Kontext verwenden sie Mautic auch sehr stark zur Kundengewinnung und zum Kunden-Onboarding. Auf geht's. Viel Spaß. Yay! Welcome, Simon Beils. Hey, welcome to the show. How are you doing? Hey, thanks. I'm doing great. How about you? Awesome. Thanks. I'm glad to have you today. It's really two things that you and I want to talk about today. And that's because you are using quite extensively to win and to retain your SaaS customers. And on the other hand, you are actually using Mautic for that SaaS product. So that's at the core, mm-hmm, of your product, as I understand it. The name of the product is Matu. Is that the proper pronunciation? Yeah, exactly. So in German, we call it Matu. Yeah. So it's basically an abbreviation of marketing automation. So that's where the name comes from. Oh, I see. So it's MAATOO. Exactly. So typical modern SaaS naming. Yeah, sounds cool. Yeah, before we look into that, let's start with you as a person. What's your background and what's your role today, maybe?
Yeah, cool. So as you said, my name is Simon. I have my background in IT since almost 20 years. So I'm still young, but working with computers already quite a long time. And I would say that my IT DNA is really about data. And that's also how I came to marketing automation and Matu. Because I spent like the last 10 years in data analytics, big data. I was working as a consultant on the road, did a lot of business analytics projects where we brought together business data with machine data, with tracking data from websites. So this topic is already chasing me since a long time, and I really started to get enthusiastic. Especially when I joined my last company, which was a Silicon Valley startup. So we built a SaaS all about data analytics or big data, which where we tried to make access to data very easily for everybody in the organization. So imagine you have thousands of data sources. All data sources have their own typicality, like formats or location or size. It's very difficult to get access to them and use them for analytics, for example, in business analytics tools like Tableau. So we had that interface that makes this very easy to work with. So really data, working with data, data analytics, that's my driver in everyday's business. So I spent the last 4 years as a product manager in that SaaS company before I joined now Matu. Also as a product manager or head of product, where I'm driving forward the product strategy of our own SaaS. And as you already mentioned, our SaaS has Motic in the core. Yeah, so that's basically myself and the reason why I'm so enthusiastic to talk with you about Motic. Yay. And we have to mention, you're now back from the valley, back at home, which is in Switzerland for you, is that right? Exactly, yes. So I never moved my home, so I was contracted or was working for that Silicon Valley startup, but the headquarters was in San Francisco, so I traveled a lot from Switzerland to there, but I always lived in Switzerland even during that time. Okay, good timing on your side that you're now completely local. Yes, indeed. I think business travels would be really difficult to manage during these pandemic times. Hey, yeah. There you go. Yeah, let's talk about Matu a little bit more. You already gave a little bit of hints, but what's the idea? What's the elevator pitch? And how did that? I mean, were you there when the idea was born, or did you came on board later? Yeah. So about that, I actually joined Matu when it already was on the market for maybe a year. But I knew the people already before that. I worked together with them even before my Silicon Valley startup. So I knew the network, I knew the idea. And then I joined Matu in the beginning as a, let's say, a product owner driving the development efforts. And increase my engagement up to the point where I'm now part of the core team and driving the strategy. So Matu itself, in summary, I would say we took Motic as an open source software, which is really great, and made a product out of it. So that's in very short. And product means a lot more than just software, right? It means adding service level agreements so we can sell it to enterprise customers. It means operational aspects like backup and disaster recovery. It means also data protection to make sure that law enforcement is fine or all the data regulation is fine. So hosting in Switzerland is a big aspect, and we added, of course, product support. That means when people
have issues that so that they have access to product support in their mother language. Obviously, we also do additional development work in terms of providing our own add-ons to extend the functionality of Modic, which in combination then is Matu. On top of that, we add our professional services, means we're doing campaigns and consulting of marketing automation for our customers, of course, using Matu. So that's the full package of what our company provides. Mm-hmm. And you already mentioned the aspect of customer data platform. Is that also integral part of Mautic as your or of your service of Matu, or do you use additional pieces for that? Yeah, so I would say that's our North Star, where we would drive Mautic or Matu towards to. So that you can use Mautic or Matu as your central point of source for customer data. And at this point, I'm already claiming that it's possible to do that, to use Mautic as your traffic robot for all this customer data. And we are actively doing some or creating use cases with our customers, where Mautic is the central source for customer data. And the reason for that is Mautic already provides very extensive features for getting data in, like all these contact forms, focus items, or even the APIs are very handy to extend the full customer profile, which is an essential part of having a customer data platform. So the idea is to complete a single unified customer profile with as much information as you can, based on behavior like browsing or filling forms and so on, and together with facts that you can get from an existing CRM or from other structured sources. So yes, it's already in place, and what we're aiming to do is to complete it with something that I have in mind, I'm a big advocate for, which prevents you from copying data from one place to another. Oh, so that sounds maybe a little bit abstract, but the idea is as soon as you copy data from an existing CRM or a data warehouse, it's a second copy, and you're losing the source of truth for this data point. So for example, if you copy contact information from your existing CRM into Mautic, you already have to make sure that the data is synchronized, so that when you change the CRM data, also Mautic gets an update of that. So that's quite an issue. First of all, because you have to spend efforts to make sure the data is always up to date. And second, which data copy is now the latest one? Yeah, right? And also maybe it's even a security or privacy concern. Oh, absolutely. Yeah. Can you talk about what industries you're in, or your clients rather? Yeah, so we are very broad. So tourism is one area of customers where we do a lot, because they actually do active re-engagement with leads, so to track them across the different channels. That's very interesting. We have a lot of enterprise communication teams from any type of company that work with us, because they are have their communication strategies implemented with Mautic across different channels. That's very typical. Those are typically all located in Switzerland, or are you all across Europe? Or I would say German speaking area, 59% Switzerland, and we have a few in Germany as okay well. Cool. And out of curiosity, with Matu having been around for a while, it's probably all built on Mautic 2. What's your roadmap for the switch to Mautic 3? It's a great question. I was already a little bit afraid of that. So, we are very keen to implement Mautic 3 at some point. The
The advantages are obvious, like increased stability, better maintainability, and all that stuff. We realized that we did quite a few changes to Modic Core, so that means we do not have very great upwards compatibility to Modic 3. So that means we have to take the effort to do the merges at some point. but I would say in fall, this is going to be a priority for us then. Yeah. Yeah, I'm just curious. I guess you're not alone in that way. Yeah. Now, on the other hand, you also eat your own dog food, so to say. So you are using automation to acquire your customers, to nurture the leads, and also to work with your existing clients and guarantee retention. So, exactly. So can you give us some more interesting examples maybe of what you're doing and maybe what you're integrating with and all that? Mm-hmm. Sure, yeah. So we actually are using Modic in a few places. It begins actually from the time when a lead enters the website, and we're using focus items to grab their attention, to you know, turn them into known contacts, ideally with an email address. The incentive is a free trial version of Matu, so that the product itself. So at some point when somebody subscribes for the trial, we are using Modic for a multi-step onboarding journey up to the point where the user can use the trial. And that includes a double opt-in, of course. It includes a multi-form or multi-step form, which checks availability of a subdomain that the user can choose for his own Matu installation. And includes also password with a complexity check, all backed with you know, with emails to confirm that each step was successful. And at the point where we have all the information that we need to set up the trial, it launches automatically so-called provisioner with a manual approval step, which is a post to Slack, so we can click a button to approve the request, and then after 10 minutes the user receives an email that his Matu workspace is available and he can log in with the provided username or email address and password. So this is all a combination of Modic components, from focus items to forms to campaigns, including webhooks to trigger our APIs. That's the part until we have the user in his Matu trial workspace. And we are also using Matu or Modic to track users in Modic. So the tracker is included in the Modic frontend or in the admin backend itself, so we can see what the user is actually doing in the backend. Mm-hmm. So that means when he opens the support chat, we see the history of you know, what steps he took, so we can provide better support context. And during that trial phase, we are engaging with the customers with marketing content. All about marketing automation, so he gets an idea of what he can do with the software or with the tool. And there is a second track, which is the sales track, we call it. So to inform the user when he's happy, when to identify when he's actively using the SaaS, we engage with him differently as when he would be inactive, and then up to the point where the trial comes to an end, we try to get an activation from him. Mm-hmm. Okay. Do you do any sort of surveys or thoughts like that in the nurturing process? That's actually for active customers. So we do product surveys to you know, get the customer happiness, so we can influence the product roadmap or our development efforts.
So we are using a combination of Modic and Typeform, so we can send very customized or very personalized surveys with their names on it, and we're using a URL shortener to create unique links, so we can send them even through text message providers or SMS providers, which where the number of characters allowed is limited, and so everybody gets a unique link. And that's also an integration of Modic with Typeform and backwards. I like it. Now, basically, just like many others, you are building an entire business on Modic in multiple ways. So the product is Modic, the marketing is Modic, everything is Modic. Lovely. Right. It's nice and it's good in so many ways for Modic as well, because the growing ecosystem makes Modic more relevant regardless of what it is. It makes it more complete for the customers. And it helps spreading the word, of course, and everything. Yeah. So, and also, very frankly, the commercial interest of many into Modic into Modic getting better all the time and more successful all the time. That's an important part of any open source project. It's a real driver for contribution and support of all sorts. Mm-hmm. So that's a perfect situation, and we like the fact that more and more businesses like yours come up. And after all, my own agency is also building part of its business on Modic and betting mm-hmm. on Modic to succeed. I know that your developers are actively contributing on GitHub already, but right. Wearing my Modic community team lead hat, I just have to ask, what would it take for your team to become more active in the community at large? So what are the inhibitors or the missing triggers, or what would it take for your team to be more visible, more mm-hmm. active? So I just got reminded that the easiest answer to this is give us more time. No, I'm just kidding. Okay, no, what's the next best? So in terms of new features, I think it would be really useful to align roadmaps, from our businesses with the Mautic ones. I think what's really preventing us from contributing to new feature is the fear of somebody else is already doing the same thing. So and we do have business needs, and we are working on them, but sometimes it would be helpful to see something like the tag manager is already on the roadmap, so we don't have to spend efforts on that at this point, but we can focus on something else that could be interesting for the community as well, so we can align concepts or specifications, work on that in our own way, and then later on see what we can contribute back. So I think that from our perspective would be most useful. With regard to bug fixes, it's just a matter of taking it serious enough. So what we used to do is thinking, yes, this could be very useful for contributing back, and then we just forgot about it. So that's on us. So definitely we also can improve our logistics in terms of managing contributions, but that's for the smaller items and for new things, as I said before. Yeah, I think it's a two-way thing that once you get more engaged with the community, it's a more automatic thing to contribute, let's say, bug fixes back to GitHub, into GitHub, which is really not a big effort. It's just this little point that you need to overcome, and once you're in the mm-hmm. habit, and once you know more people, etc., it becomes much easier and more natural. With regards to the roadmap remark, that I found that really interesting, because it ties into the discussion that we're currently having about the larger roadmap, which is describing the big milestones and or the big overhauls, as opposed to all the tiny little features
which cannot be part of a big roadmap and a general team, but it is much, much more successful to divide that up into all the functional areas of Mautic. And we had a little bit of teaser about that concept in the past, and I hope we're ready to announce the first actual implementation of that concept very soon, and that will make it really easy to find the right people regarding a specific feature and find out about the plans and discuss your plans and contribute in a really low effort way. So thanks for sharing that. Also thanks for sharing all the background in general. We did talk about Matu, and I only briefly mentioned the URL. That's Matu, MAATOO.io. I'll put that in the show notes, like always. And how can people reach you best? Yeah, just hook up with me on LinkedIn. So my name is Simon Balz, as you said, or shoot me an email over simon@matu.io. Yeah. Happy to get some feedback or answer any questions about the use cases we mentioned here. Yeah, looking forward to engage with everybody. Yeah, and I'll put those links in the show notes too. And thanks for your time. I'm looking forward to what would we see from Matu in the future, and I'm very much looking forward to talk to you again very soon. Thanks, yeah, Simon. Thank Take you. Bye thank bye. You and have a good day. Thank you, Ben. Bye-bye. Ja, ich finde die Interviews wirklich alle immer toll. Und hier ist es echt interessant. Die würden gerne contributen, was ja eine super Sache ist. Aber sie wissen nicht so genau wie. Das ist sicherlich auch noch so eine offene Flanke. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber eine Sache, an der man als Mautic-Projekt noch arbeiten kann, ne? Ja, immer wieder. Und noch vorne, noch weiter vorne, ne? Also, wenn jemand gar nicht so richtig auf die Idee kommt, dass man das tun könnte oder halt. Nur ganz abstrakt, da ist so, also, ja, ich hätte ja auch nichts dagegen, aber mich fragt ja auch keiner. Ne? Ja. Da lassen wir einfach ganz viel auf der Straße liegen. Mhm. Naja, gut. Ja. Was gab es in der Community? Die Ruth hat sich mal wieder viel Arbeit gemacht und die Lage der Nation oder die Lage der Welt aufgeschrieben, zumindest die der Mautic-Welt in ihrem Quarterly Roundup mit viel Zahlen und ein paar Fakten. Und die Zahlen sehen alle beeindruckend aus. Also gemäß dieser Zahlen geht es steil bergauf mit der Community etc. Und ich glaube, das deckt sich mit dem Gefühl, was wir gerade so haben. Und ja, wie immer macht sie da einen sehr ambitionierten Job. Also ganz cool. Super. Guckt euch das an. Es gibt Links. Mhm. Es gibt Links, Baby. Hey. Und eine weitere Geschichte, die gerade passiert ist, nämlich Acquia, die Eigentümer des Namens Mautic, die halt Mautic Inc. damals aufgekauft haben, verwenden den Namen nicht mehr. Spannend. Sondern sie haben in ihrer Product Suite ein generelles Facelift vorgenommen, was die Namen angeht. Das Ganze heißt jetzt DXP, Acquia DXP, Digital Experience Platform. Was also, glaube ich, dem Trend folgt, den die Adobe's und so weiter vorgeben. Und das, was bisher Mautic hieß bei denen, heißt jetzt Campaign Studio. Mhm. Ja, und dann gibt es andere Produkte im DXP. Da ist unter anderem das bisherige Maestro dabei, aber auch deren CDP-Produkt, also Customer Data Platform und was noch so drin ist in diesem DXP. Für mich ist jetzt erstmal natürlich der Fokus auf das Mautic selber, ja. Neben der Namens, des Wegfalls des Namens, habe ich immer so verschiedene Sachen im Kopf. Wie sehr ist eigentlich dieses Commitment noch da, dass im Kern weiterhin das normale Mautic verwendet wird, dass die am Core nichts ändern, nichts forken oder so, sondern dass die alles, was Core angeht, auch zurückfließen lassen. Ja. Was machen Sie jenseits des Cores? Was macht das Produkt eigentlich aus? Also was unterscheidet deren Produkt von einem Vanilla Mautic? Und wie machen Sie das? Ja. Und dann ist natürlich so auf der Metaebene so, was ist denn jetzt mit der Mautic Brand? Haben wir die jetzt? Ist Mautic, der Name Mautic immer 100% das Open Source
Projekt haben wir diesen Punkt erreicht. Das hilft natürlich in der Kommunikation ungemein, bringt also weniger Verwirrung. Ja. Und all das finde ich ganz spannende Fragen in diesem Kontext DXP. Ich finde es auch total spannend, was da passiert. Ja. Ja. Ich habe auch schon mal ein bisschen so die Fühler ausgestreckt, ob mir jemand Antworten zu diesen Fragen geben kann. Und ich bin ganz optimistisch, dass wir im nächsten Podcast vielleicht ein Interview mit jemandem von Acquia haben können. Oh, super. Ja. Also irgendwann möchte ich auch gerne Dries mal bei uns haben, aber mit dem würde ich lieber über andere Dinge sprechen, als über deren Marketingstrategie und Produktportfolio. Mhm. Deswegen würde ich jetzt erstmal schauen, dass ich jemanden bekomme, der mir aus der Ecke was erzählen kann und Insights auch geben kann. Und das wird, also würde mich brennend interessieren und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ganz ehrlich. Ich auch, ja. Ja, was dann auch schon fast ein Schlusswort ist, der Ausblick, nächstes Interview, ich will das nicht versprechen, wir haben ja auch andere Interviews noch in der Pipeline, aber wie immer spannende Dinge dabei. Gut. Ja, dann haben wir es für heute. Ich denke auch. Ich wünsche dir weiterhin schönen Urlaub. Danke, dass du deine Zeit gespendet hast. Ah, auf jeden Fall. Ja, ja, Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören. Von mir auch. Bleibt uns gewogen, wie man so schön sagt. Spread the word. Füttert uns mit Fragen und futtert uns auch. Füttert uns mit Fragen, mit Anregungen, alles gerne immer her über die bekannten Kanäle. Und alles zu diesen zu der Folge findet ihr in den Shownotes. Und jetzt sage ich noch einmal, wo man die Shownotes eigentlich findet, nämlich unter mauticast.de. Mauticast.de, das ist die deutsche Website des Mauticasts mit allen Shownotes aller Folgen. Gut, in diesem Sinne, bis in Kürze, schöne Woche, genießt den Sommer. Bis dahin, ciao. Tschüss. Tschüss.